I'm very sorry, my English is not very good. Ich weiß nicht, wer der Ansprechpartner ist. Jedenfalls, look here, das bin ich. Ich lache gerne, ich liebe Tiere über alles. Ich habe Geschmack und sehr viel Feingefühl. Und deswegen würde ich in meinen Videos niemals irgendetwas zeigen, was gegen ethische Grundsätze verstößt, brutal, grausam oder irgendwie anstößig ist. Ich würde auch nie irgendwelche seltsamen Themen, politische Themen in meine Videos einbringen. Und deswegen nervt das ganz besonders, wenn ich bei absolut harmlosen Videos immer wieder mal die Mitteilung bekomme, für die meisten Werbetreibenden nicht geeignet. Am Anfang habe ich diese Mitteilung wirklich bei jedem Hühnerhaltungsvideo bekommen. Nachdem ich dann immer die Überprüfung angefordert habe, hat YouTube wenigstens bei den Hühnervideos dann immer schneller verstanden, dass in diesen Videos nichts Grausames oder Anstößiges zu sehen ist und hat mir diese Videos wenigstens wieder freigeschaltet für die Werbung. Aktuell ist schon wieder das neueste Hühnervideo nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Das Video, das heißt Hühner im Winter, wahrscheinlich wegen dieser Szene, wegen dieser Fütterungsszene. Und naja, wie gesagt, wenigstens geschieht die Überprüfung dieser Videos ziemlich schnell. Meistens dauert das einen Tag und dann sind sie wieder freigeschaltet für alle Werbetreibenden. Seit einigen Tagen sind aber für längere Zeit 4 Videos von mir gesperrt und ich möchte YouTube, Mr., Mrs., Ladies and Gentlemen, die Zuständigen von YouTube Folgendes dazu sagen. This is absolute ridiculous. Das ist absolut lächerlich, denn da kommt überhaupt nichts Schlimmes in diesem Video vor. Es ist ein reines Unterhaltungsvideo, etwas schräg, schräger Humor, auch zum Lachen und vielleicht auch ein kleines bisschen gruselig, aber was ich überhaupt nicht verstehe, im ganz normalen Fernsehprogramm sieht man auch einen etwas gruseligen Film oder einen lustigen Film oder einen Film mit Hühnern und danach kommt Werbung. Man kann auf dem Video Werbung schalten zu Tempotaschentücher, Nivea, Toastbrot, zu absolut jedem Produkt. Es gibt nicht im geringsten irgendetwas Anstößiges in diesem Video zu sehen. Und zwar genauso wenig wie in Video Nummer 2. In diesem Video sind ein paar Szenen oder Fotos aus meinem Urlaub in Marrakesch zu sehen. Ist das jetzt wirklich so schlimm? Darf man aus Marokko oder aus Marrakesch keine Bilder mehr sehen? Also mich regt das echt auf, diese absolute maßlose Übertreibung. Man darf jetzt anscheinend keine Bilder mehr aus Marrakesch oder Marokko zeigen. Vielleicht kommt das noch so weit, dass man nicht einmal arabische Produkte auf YouTube zeigen darf. Hey, YouTube, warum darf man eigentlich noch den Nikolaus zeigen? Der kommt ja vom Nordpol. Oder das Christkind, das kommt aus Jerusalem. Da müsst ihr eigentlich auch kommen, nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Und hallo YouTube, merkst du nicht, dass das die Kreativität eines Videos total einschränkt? Wenn jeder Käse gesperrt wird, nicht für alle Werbetreibenden geeignet, was soll man denn dann noch zeigen? Schwarze Flächen? Obwohl, das geht ja auch nicht. Das kann man ja politisch interpretieren, genauso wie alle anderen Farben. Oh mein Gott. Und dass dieses Video seit Tagen gesperrt ist, ist wirklich die Krönung. Ja, ihr Zuständigen von YouTube, was bedeutet Toleranz? In diesem Video geht es nur um diese Frage. Da müsste YouTube wirklich ein bisschen toleranter werden. Darf man jetzt kein Video mehr machen, in dem man dazu anregen will, über das Asylantenthema nachzudenken? Das ist aber ganz schön intolerant und auch ein ganz kleines bisschen spießig, sorry. Oder hat das Ganze mit der Werbeabteilung zu tun von YouTube, denen ein bisschen Kreativität fehlt, denn mir würden massenweise Produkte einfallen, für die man Werbung machen kann auf all meinen Videos. Und jetzt kommt Video Nummer 4, das ist wirklich die totale Lachnummer. Ein sehr frühes Video von mir und darin sieht man, wie die Goldfische sich paaren. Und mein Lieblingsfisch
Big Mama liegt am Teichrand und schnappt nach Luft. Er erholt sich nur kurz und danach schwimmt er mit den anderen Fischen weiter. Wenn er in diesem Video sterben würde, würde ich das niemals zeigen, denn ich habe selbst extra ein Video gezeigt. Das heißt, glaubst du alles, was der Tierarzt sagt, indem ich mich darüber ein bisschen aufrege, dass es Leute gibt, die zeigen, Tiere, während sie sterben. Und ich frage mich wirklich, dieses Programm von YouTube müsste doch irgendwann mal merken, dass ich Tiere viel zu sehr liebe, um sowas jemals zu zeigen. So YouTube, wake up and set my videos free, 'cause we need die Werbung. Wir brauchen sie. Please stop with this silly things. Das Ganze geht seit Sommer und es geht mir wirklich extremst auf den Keks langsam. Und wenn mir was so lange auf den Keks geht, dann muss das raus. Und jetzt bleibt mir nichts anderes, als zu hoffen, dass das jemand von den Zuständigen von YouTube sieht. Ansonsten ist ja YouTube super. I love it. It makes a lot of fun. And das war's. Ein PS für euch, die ihr euch das anschaut. Ich habe jetzt irgendetwas genommen, irgendwelche Bilder, denn es ging mir jetzt nur um die Message an YouTube.